Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuer Rot. So, letztes Mal haben wir Team Rocket ordentlich eine ausgewischt und haben das Silphscope erhalten. Ich wette, jetzt müssen wir einfach zurück nach Lavandia in den schönen Turm und mal sehen, ob der Wachposten uns immer noch nicht vorbeilassen will. Oh, dieser Tee, er riecht so lecker. Hä? Ich kann ihn haben? Wow, das ist nett, danke. Gluck, Gluck, Schluck. Falls du nach Safronia City möchtest, dann darfst du passieren. Ich teile den Tee mit den anderen Wächtern. Oh, jetzt können wir überall durch, wo durstige Wächter sind. Ich wollte doch nicht nach Safronia City. Ich wollte nach Lavandia. Bin ich da wieder falsch rumgelaufen? Ist egal, vielleicht haben die hier noch eine Arena. Kampfarena haben sie, aber die ist irgendwie blockiert. Was ist das hier? Will jemand kämpfen? Oh, das sieht aus wie eine Arena. Heia! Unbefugtenser Zutritt zu unserem Kampfdojo verboten. Ah, okay. Keine Arena, ein Kampfdojo. Boah, wir haben Glurak. Das sollte da kurz einen Prozess mit den Dingern machen. Macholo, ich erinnere mich, dass Flügelschlag so effektiv gegen dich ist. Ich habe bis jetzt nicht nachgeschaut, warum. So, ist mir jetzt egal, ich verwende es einfach. Wunderbar, vielleicht ist es effektiv gegen Kampf, das finden wir aber gleich raus. Obwohl, was ist Menki? Ist das nicht normal? Normal und Kampf? Keine Ahnung. Also ich glaube, Flug ist effektiv gegen Kampf. Ansonsten kann ich mir das nicht wirklich erklären. Ja, hab wieder nicht gelesen. Ah, ein Razav. Aber ganz schön hohes Level hat der Kollege schon, Level 31. Da muss ich mein Glurak ja fast anstrengen. Boah. Wunderbar, Level 49. Können wir irgendwas Neues jetzt? Nö. Hoffentlich hat er Geld. Uff, ich geb auf. Oh, und $744 mehr in der Tasche. Also, du sollst sehr gut sein. Beweise es mir. Na gut, machen wir mal kurz einen Prozess aus diesem ganzen Dojo. Einfach, die Vorstellung ist so absurd, dass so ein 14-jähriges oder eher 10-jähriges Kind hier im Dojo wandert und all die trainierten Männer die Jahre ihres Lebens hier geopfert haben. Einfach mir nichts, dir nicht platt macht. Ah, die hätten dann einfach ihre Pokémon besser trainieren sollen. So einfach ist es. Ein Machok. Und jetzt ist es gleich ein Machok. Okay, wunderbar. Hat für den One-Shot gereicht. Was will man denn mehr? Und her mit glatten 1000 EP. Schiedsrichter, ein Punkt. Ja, aber nicht für dich. Na gut. Ah, da oben kriegt man wahrscheinlich Pokémon, deswegen liegen da Pokebälle. Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Ja, und du wirst gleich gegen ziemlich winzigen Knirps verlieren. Da kannst du deine Frust ruhig an Steinen auslassen. Level 36. Boah, Flügelschlag wird schon richten. Hoffentlich. Ja, wunderbar. Ciao, Razav. Okay, der Edmund wurde besiegt. Autsch, ich habe eine Prellung. Tja, wenn man sich mit mir anlegt, passiert das durchaus schneller. Stopp, zieh deine Schuhe aus. Oh, Verzeihung. Ich bin hier ihn. Da sollte man wirklich keine Schuhe anhaben. So, habt ihr was anderes noch außer Menkis und Razavs und Macholus? Gleich mal so ein schönes Geowatz, obwohl das wird nicht Kampf sein. Dann eben, was gibt's noch? Noctuan, Kikli. Ja, heißt glaube nicht Noctuan. Noctua. Ah, keine Ahnung. Wer mal früher oder später erfahren. Hey, der hat ja zwei Menkis hintereinander gehabt. Ich hab mich doch gerade beschwert, dass ich mehr Abwechslung will. So. Jetzt kannst du mich aber überzeugen mit deinem dritten Pokémon. Ach, ein Razav. Ich hätte es mir beinahe denken können. Ich habe es mir ehrlich gesagt gedacht. Nichtsdestotrotz ist es jetzt platt. Jetzt. Sehr schön.
mehr Futter für unser Glurak. Melvin wurde besiegt. Ich gebe auf. Wunderbar, mein Glurak hat noch nicht mal einen Kratzer im Lack. Willkommen, ich bin der Karatemeister. Ich leite diese Pokémon-Arena. Du forderst mich heraus? Also gut, ich kenne keine Gnade. Los. Ja, ich kenne auch keine Gnade, das solltest du über mich wissen. Das wird ein Kampf auf Leben und Tod unserer Pokémon. Also da haben wir schon mal ein Kikli. Boah, Flügelschlag wird schon richten. Ja, na also. Und ein Nocturne, heißt doch irgendwie so. Irgendwie sowas habe ich vorhin gesagt. Ein cooles Pokémon und gleich ein sehr K.O.es Pokémon. Sehr schön. Die haben meinem Glurak echt überhaupt nichts angehabt. War immer One-Hit und ich hatte immer den ersten Treffer. Ah, ich wurde geschlagen. So sieht's aus. Kriege jetzt ein Pokémon hinter dir. Möchtest du Nocturne, den Meister des Boxkampfes? Ja. Nein. Okay. Kann ich den auch mitnehmen? Er sagte ein Pokémon. Er hat doch gar nichts gesagt bis jetzt. Hi. Bleib doch hier und trainiere Karate mit uns. Nö. Ich muss die Welt retten. Geh aus dem Weg, oder muss ich dir wehtun? Du kannst gern versuchen, mir weh zu tun. Wäre nicht sehr, sehr erfolgreich, wärst du dabei. So, was haben wir hier? Können wir irgendwas Nützliches kaufen? Hypertrank können wir kaufen. Und Beleber, wie viel habe ich denn? Besitz 10, das reicht noch. Und Top-Schutz. Das könnte für Höhlen nützlich sein. Ja, wir verzichten erstmal. Wir sparen. Warum nicht mal gute Vorsätze im Spiel zumindest umsetzen? Top-Schutz hält schwache Pokémon länger von dir fern als Super-Schutz. Ja, das macht irgendwie Sinn. Gutes Marketing. Belieber ist zwar teuer, aber besiegte Pokémon werden damit wieder fit. Alle voller hilfreichen Tipps. So, was hast du zu sagen, du kleiner Rüpel? Au, pass auf, wo du hintrittst. Oh, bin ich da jemanden auf die Füße getreten? So, hier müsst doch irgendwo es nach Lavandia gehen. Prismania City Lavandia. Ein Spieler, haben wir den schon besiegt? Man kann nicht immer gewinnen. So sieht's aus. Ja, hier sind wir definitiv durchgekommen. Weiß gar nicht, ob wir die Biker besiegt haben. Ich glaube noch nicht. Den bin ich erfolgreich entwischt. So, hier ist aber Lavandia. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt hier die Geister besiegen muss. Oder erst später, aber wir werden es rausfinden. So, das Silphscope sollte jetzt hoffentlich ausreichend sein. So, einmal nach oben, dann wird man mich loben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das hier klappt. Was stimmt denn mit dir nicht, Lady? Oh, der Gesichtsausdruck ist tatsächlich ein bisschen verstörend. Oder sie sieht zumindest sehr verstört aus. So, Flammenwurf. Sehr gut gegen Geister. Oder nur gut gegen Geister. Es wirkt, also was will man mehr. Und Level 50, das ist ja wunderschön. Können wir jetzt was Neues? Ich wurde erlöst. Noch nicht ganz. Mein Glurak hat dich nicht gleich mitverbrannt. Ein Fluchtseil. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob wir hier schon sein sollten. Na, wir werden es rausfinden. Ein tragisches Pokémon, ein Dragosso. Dann mach ich jetzt. Anhitten kann ich dich ja nicht. Hier, friss einen Superball. Klappt vielleicht. Ansonsten muss ich mir einen Plan B überlegen. Na? 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 Ja! Von wegen Pokémon-Schwächen. Einfach einen besseren Ball draufwerfen. Klappt jedes Mal. In der Hälfte der Fälle. Es trägt den Schädel seiner verstorbenen Mutter auf seinem Kopf. Fühlt es sich einsam, soll es laut weinen. Oh. Ein deprimierendes Pokémon. Viel Spaß in meiner PC-Box. Spiel ein bisschen Call of Duty, dann geht's dir vielleicht besser. Verschwinde, böser Geist.
Ich bin doch nur ein kleines Kind. Exorzismus funktioniert bei mir nicht so gut. So. Boah, 14 mal Flammenwurf haben wir noch auf Lager. Kann ich euch anbieten. Wird aber teuer. Ja, komm schon. Ich hämmer hier die A-Taste, damit der Text weitergeht. Puh, der Geist ist verschwunden. Ja, du hattest das Geister-Pokémon. Und das hab ich erfolgreich ausgetrieben. Buhu, hui, buh. Mensch, die haben aber alle ein an der Klatsche. Und die haben alle... Ich weiß gar nicht, was das soll. So. Kampf. Flammenwurf. Ich weiß gar nicht, was sonst noch gegen Geist effektiv ist. Normal? Nee, das ist nur die andere Richtung. Gestein wird es nicht sein. Hm? Was mache ich hier? Keine Ahnung. Rumcreepen, so wie das aussieht. So, dann wollen wir einmal nach oben. Zumindest die Trainerkammer hier besiegen, dann wird es leichter. Für uns später. Ich verfluche dich, buh! Ja, das war gemein. Noch Nebulak. Dann hoffe ich, du hast wenigstens ein spannendes zweites Pokémon. Ein Apollo oder ein Gengar. Das wäre doch schön. Mehr Geister-Pokémon kenne ich gar nicht aus den früheren Generationen. Das können doch nicht nur die drei gewesen sein. Waren es nur die drei? Ach, die hat eh nur Nebulak. Dann ist egal. Dann werden wir später erfahren. Aber was war denn noch Geister in den früheren Generationen? Ich bin überfragt. Wenn ich sehe, erinnere ich mich dran. Okay. Schön, schön hier mit dem Geld. Und mit dem Item. Ein Elixier. Können wir hier noch öfter Flammenwurf einsetzen. Ja, lass mich in Ruhe. Du mich auch. Von mir aus hätte man hier nicht kämpfen müssen. Na gut. Werd ich euch alle erlösen. So einfach macht man das. Flügelschlag wird nicht so viel bringen, aber vielleicht schont es uns ein bisschen. Ja, gut. Für die reicht's anscheinend. Sind nicht sehr wählerische Geister. So, hier mit meinem wohlverdienten Item. Items. Ein Superball. Ist das nicht schön? Einen haben wir eingesetzt, einen haben wir wieder aufgesammelt, als wäre gar nichts passiert. Ein Geist! Nein! Ah. Hast du schon wieder versehentlich in den Spiegel geschaut? Und du hast auch einen Nebulak. Ich bin begeistert. Ich glaube, das wird der Titel der Episode, wenn ich mich dran erinnere. Die Chancen dabei liegen bei... Ja, liegen dabei bei... Sagen wir mal, guten 12%. So. Habt ihr noch was vor mir verborgen? Nö, gut. Hoch geht's. Nein, werd ich heimtückisch angegriffen. Ha, ein Nebulak, das müssen wir aber auffangen. Ich finde, die Strategie von vorn hat wunderbar funktioniert. Einfach einen Superball draufwerfen. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Das Pokémon kann Nein sagen. Oh, hat's auch. Setz doch nicht Fluch ein. Na gut. Ja, ja. Ja, Fluch verletzt mich. Autsch. Jetzt bist du aber geschwächt, mein Freund. Jetzt kann ich dich fangen. Das war ein typisches Eigentor. Passiert den besten Nebulax. Na also, da wird Professor Eich sich richtig freuen. Ja, ein Krag. Ein Wesen, das aus Gas besteht. Es kann ein indischen Elefanten umstoßen, indem es ihn innerhalb von 2 Sekunden einhüllt. Okay. Na, wir haben keine Elefanten, die wir mit Gas einhüllen wollen. Deswegen machen wir das nicht so. Da ist ja in der Mitte irgendwas. Es gibt kein Entkommen. Ja, für dich. Solange bis du mich bezahlt hast. Und ich wette, du hast einen Nebulak. Ja, da steht sogar.
Mensch, also mehr Abwechslung geht heute auch nicht. Versuchen wir es mal mit Schlitzer. Also es hat keine Wirkung. Das hätte ich mir denken können. Wie soll man denn auch... Komische Attacke. Wie soll man denn auch eine Gaswolke hier irgendwie zerkratzen können? Ne, macht schon Sinn. Irgendwie. Gut. Welch ein Albtraum. Das finde ich aber auch. Hab jetzt schon vergessen, wie ich die Episode nennen wollte. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Oh, meine Pokémon wurden geheilt. Und ich habe ein Schutzband. Werde ich dann nicht mehr von heimtückischen wilden Pokémon angefallen? Wenn ich's ausgerüstet habe, so natürlich, aber... Ich kann ja hier nicht mein ganzes Geld in Top-Schutz ausgeben. So, du willst auch kämpfen? Das ist nicht sehr nett. Zombies! Okay, der war überraschend. Hier gibt's doch keine Zombies. Oder? Bin ich im falschen Spiel? Nee, das ist definitiv Pokémon. Jo. Gute Nacht, Nebulacht. Ja, mit meinem Geld. Ja, mit meinem Item. Ein Nugget. Das ist sehr viel wert. 5000 Kröten direkt auf die Hand. Ach, haben wir das Pokémon heute schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Ich werde trotzdem fliehen. Mein Glurak level ich auf anderem Weg. Buhu. Ja, ist ja gut. Ihr erinnert mich eher an Huibu, das Schlossgespenst. So viel Angst habe ich vor euch. Ein schöner Flügelschlag. Es ist genau das Richtige, was wir jetzt gebraucht haben. Wunderbar. Ja, ja. Mareike wurde besiegt, das war knapp. Aber auch nur in deiner kleinen Fantasiewelt. In meiner Fantasiewelt war das nicht knapp. Ja, ja. Pokémon geheilt, was willst du? Komm her, ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Dankeschön. Wäre zwar nicht nötig gewesen, aber ich nehme es trotzdem. Gib mir deine Seele. Nee, danke. Das ist meine. Schau mal auf Amazon, ob du da eine andere Seele bekommst. Brunhilde, Ah, die hat zum ersten Mal ein Apollo. Mit roter Klaue, zumindest roter Umrandung. Weiche Geist. Na, das war ein kurzes Vergnügen von einem anderen Pokémon. Aber es war ein Vergnügen. Puh. Ja, muss jetzt ohne meine Seele klarkommen. Lebt damit. Ach, wieso seid ihr denn so zahlreich? Ich brauche Blut. Schon ganz schön dunkel hier für Kinder damals gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den neuen Pokémon annähernd solche Dialogzeilen drin sind. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Ja, das war damals einfach cooler. Ja, ich bin... Ja, mein Controller hing so. Wunderbar. Tut mir leid, das ist irgendwie... Irgendwie wollte sie es nicht schließen lassen. Oh, ein Nebulak. Ich habe nur so viel Enthusiasmus für dieses Pokémon übrig. Ich wünsche mir nach der Episode, dass wir das nicht mehr sehen müssen. Ja, macht doch ein bisschen Abwechslung, Jungs. Entwickler-Jungs von vor 20, 25 Jahren. Noch eins. Ich werde nicht mehr. Ich glaube, wir müssen auch nicht alle bekämpfen. Vielleicht weichen wir den einfach geschickt aus jetzt. Auf die 700 Dollar kann ich auch verzichten, dass ich das mal sage. Nein, greif mich doch nicht an. Ja, ein Nebulak. Was soll's auch sonst sein? Gut, ein Dragosso hätte sein können. Das ist allerdings richtig. X-Treffer, ja, leck mich doch. Ich glaube, ich rüste gleich das Schutzband aus. So wie wir hier angefallen werden. So, da fliehe ich erstmal. So, dann müssen wir doch nach oben. Okay, wir müssen hier auf dem Ding alle bekämpfen. Aber ich glaube, das ist der letzte Stock. Ja, du mich auch, buhu. Das wirst du gleich nach dem Kampf machen. Der Kampf ist zumindest schnell vorbei. Und ich glaube, der ist sogar für uns dann entschieden.
Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ach, die hat tatsächlich Bu gemacht, nachdem sie besiegt wurde. Ist das nicht schön? Und noch eine. Ein Dragosho mal wieder. Hab dich aber schon gefangen. Was mache ich jetzt mit dir? Vor dir fliehen. Du bist deprimiert genug. Ja, ist gut. Bitte habt einen Gengar oder irgendwie sowas. Oh, das sieht schlecht aus. Ein Nebulduck. Jungs, das braucht mehr Abwechslung hier. Ich kann doch hier nicht halbe Stunde Nebulucks besiegen. Wer bin ich denn? Der Papst. Keine Ahnung, was der so in seiner Freizeit macht. So. Was? Dich haben alle guten Geister verlassen. Ein Sonderbonbon. Das schieb ich meinem Glurak nachher als Zäpfchen in den. Verschwindet. Eindringlinge. Gut, den Satz wollte ich eh nicht weitermachen. Ein Geist. Das Silphscope hat den Geist identifiziert. Ein Knogger. Kann ich das eigentlich fangen? Das wäre ziemlich dunkel, wenn ich das machen könnte. Ich kann's. Nein, ich kann's nicht. Gut. Das finde ich schon mal schön, dass das nicht geht. Ich will ja nicht hier diese gequälte Seele für mich beanspruchen. Wer bin ich denn? Aber rösten können wir. Rösten können wir. Und dadurch steigen wir auf. Hat jeder was davon. So, schön Level 51. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Dragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Aha! Man muss Geister also nur verbrennen, beziehungsweise die Überreste, und dann wird alles gut. Das habe ich in Supernatural schon mal irgendwie gelernt. Was willst du? Warum bist du hier? Ich will euch besiegen und ich will euer ganzes Geld. In der Reihenfolge. Oh, Zubat. Na gut. Zumindest ist es kein Apollo. Level 25, was macht man? Flammenwurf. Obwohl, da hätte Schlitzer wahrscheinlich auch gereicht. Na egal, der hat ja ein paar Pokémon, an denen wir uns ein bisschen orientieren können und an denen wir ein bisschen experimentieren können. So. Schlitzer. Bringt das was? Ja, das bringt was. Ja, wunderschön. Her mit dem EP. Und ein Golbat, auch noch nie gesehen. Einfach die Weiterentwicklung von Zubat. Wer hätte das gedacht bei dem schönen Aussehen von den Pokémon? So, Volltreffer. Tschüss, Golbat. Ja, hier mit dem EP. Ich geb auf. Ja, du hast auch keine andere Wahl, Kollege. Das werde ich dir nie verzeihen. Okay, der ist dann sehr traurig von dannen gezogen. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Nicht, wenn ich nicht muss. Meinung kann's gern behalten. Ich glaube, den alten Knacker haben wir auch gesehen. Das war der, der da oben stand. Flügelschlag. Hinfort mit dir, du Abgaswolke. Und ein Traumato. Das müssen wir, glaube ich, flambieren. Für den besten Effekt. So schöne Schweinerippe oder so. So schön gegrilltes Kotelett. Oh je, ich hab wieder Hunger. Schnell weg mit dem Traumato. Bitte, lass mich in Ruhe. Du hast mich doch hier mit deiner Meinung vollgelabert. Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten heraus. Nein. Klares Nein. Du wirst niemanden retten. Ja, aber zumindest euch kann ich alle eine verpassen. Das reicht mir für heute. Vier Pokémon und ich wette, drei davon sind Zubats. Schlitzer. Noch ein Zubat. Oh Mann, muss doch kein Recht behalten bei sowas. Also wahrscheinlich Zubat, 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 Golbat.
Nein, ein Radfratz. Okay. Alles in Ordnung. Dann muss aber das letzte ein Radikal sein. Irgendwann kommen neue Gebiete. Ja, Radikal natürlich. Mit schönen neuen Pokémon. Und Radikal. Das wird uns bis zum Ende begleiten. Sehr schön. Rüpel wird besiegt. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an. Hab ich doch gerade gemacht. Alle ausgeschalten. Du wirst nicht ungestraft davonkommen. Hallo, ich habe in der letzten Folge euren Boss versohlt. Mr. Fuji? Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank. Ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Dragoschos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße dieses Turms. Ja, und was bringt das jetzt? Lukas, du kannst dein Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Hallo, ich liebe meine Pokémon jede Nacht. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Eine Pokéflöte. Ich weiß schon, wo ich mir die hinstecken werde. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Ein praktisches Item. Dafür haben wir es also gemacht. Gut, mit denen dürften wir schon geredet haben. Ja, Ruhestätte, bla bla bla. Haben wir mit denen geredet oder war die Tür blockiert? Hier ist ein Enton, Nidoran. Ach, was soll's. Ich bin mir fast sicher. So, dann rein ins Pokécenter. Unser Glurak hat sich hier ein bisschen Wellness, schöne Maniküre, Pediküre wieder verdient. Nachdem er so oft Schlitze eingesetzt hat, müssen die Krallen auch ein bisschen nachgeschärft werden. Wie beim Küchenmesser. Na gut, dann sind wir schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.